starten. The day before, 19.36 Uhr. Ich habe ein bisschen gebraucht, das runterzuladen. Aber jetzt, wir gehen in den Release. Junge, Installationsskript wird ausgeführt. Dauert vielleicht doch noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Okay. Anti-Cheat, ja, komm. Mach, spionier mich aus, nimm den Battle-Eye-Launcher, hau den da rein. Klau mir meine Daten, zulassen, natürlich, Zugriff auf alle internen Dateien erlauben. Eieiei. Mein PC wurde jetzt zu einer Schläferzelle eines Bot-Netzwerkes. Netzwerkes. Nö, nee, Neustart machen wir nicht. Es laggt schon. Guck mal unten rechts. Ach, die Münze könnt ihr gar nicht sehen. Ne? Warte mal, ich mach mal kurz Giveaway aus. Es laggt schon heftig, ne? So, herzlich willkommen zu The Day Before. Viele haben es nicht geglaubt, dass es heute erscheinen wird, aber es ist da, im Early Access. Im Early Access für 38 Euro und ein paar zerquetschte. Ich habe ein bisschen Schiss. Also nicht vor den Zombies, sondern irgendwie, dass es halt einfach richtig kacke wird. Press any button to start. Dann machen wir das mal. So, Charakter Creator, okay? Sieht an sich ganz cool aus, ne? Klassen, okay? Oh Gott, kann ich das auf Deutsch stellen? Settings. Game. Text Language. Deutsch. Oh. Englisch, okay. Apply. So, Video. Wir gehen erstmal in die Grafik. So. Bam, bam, bam. Image Scaling. Auto. Höchste Qualität. Wir machen Auto. Ja, Reflex. Wir machen alles an, Junge. Das lassen wir erstmal aus. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Lassen wir auch aus. Fantastisch. Schatten. Fantastisch, wir hauen alles rein hier. Mm-hmm. 40 Euro lohnen sich ja jetzt schon. Ja, ich glaube auch. Ist fast geschenkt eigentlich. Anwenden. Okay, wir haben im Menü auf jeden Fall 160 FPS. Das ist ja schon mal was. Ist das eigentlich, ist es momentan laut? Ich meine, ist angenehm. Für mich ist es angenehm. Kann ein bisschen leiser machen vielleicht. So, Hälfte erstmal. Ist vielleicht ein bisschen zu leise, ne? So. Ich glaube, das ist gut so. So, Kontrolle. Bewegung. Gucken, gehen, rennen, springen, Kampf, nachladen, benutzen, Granate, Waffe wegstecken, X, okay, das ist man gewohnt. Q, okay, Hupe, alles klar. So, fortfahren, okay. Wir haben Klasse, Vagabund,
Vor der Apokalypse war dein Leben ein harter Kampf ums Überleben, genau wie jetzt. Du hast eine beeindruckende Persönlichkeit, bist leidenschaftlich und aufbrausend, obwohl du nicht dazu neigst, lange nachtragend zu sein. Früher warst du ein Herumtreiber und Säufer. Aber mit dem Ausbruch der Apokalypse hast du dir vorgenommen, dein Leben zum Besseren zu wenden. Das klingt 100%ig nach mir. Belastbar. Wahrnehmung abgehört. Ich bin überhaupt nicht belastbar. Ich krieg ja sofort einen Meltdown eigentlich. Okay, was gibt's noch? Pfadfinder. Ah, okay, man hat Eigenschaften tatsächlich. Warte mal, wir müssen erstmal durchlesen. Vagabund hat Fertigkeit Gewicht um eine Stufe erhöht, Fertigkeit Plünder um eine Stufe erhöht. Okay, das kann man also alles leveln und das sind so deine Start-Dinger. Pfadfinder. Vor der Apokalypse hattest du ein gewöhnliches Leben, gingst einem normalen Beruf nach und warst für deine Freundlichkeit und Fairness bekannt. Du bist intelligent und verfügst über verborgene Führungsqualitäten und hältst dich an moralische Grundsätze. Das klingt leider überhaupt nicht nach mir. Doch du hast auch eine dunkle Seite. Deine Zielstrebigkeit und dein Machthunger können dich dazu bringen, entschlossen und kompromisslos zu handeln, sogar gegen deine eigenen Überzeugungen. Der ist charismatisch, man hat Handeln, okay, man hat besseren Einfluss tatsächlich. Erfinderisch, heilen wird um Stufe 1, Kaltblütigkeit, Scharfschützengewehr, Nachladegeschwindigkeit. Coldblood, Junge. Geist. Die Einzelheiten deines Lebens aus der Zeit vor der Apokalypse blieben den Menschen aus deinem Umfeld ein Geheimnis. Deine Persönlichkeit ist komplex, aber ausgeglichen. Du bist hart und rücksichtslos, hast aber auch einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Güte. Du warst schon immer skeptisch gegenüber Autoritäten und Gesetzen und jetzt, wo die Apokalypse die Welt verändert, genießt du die Möglichkeiten, in dieser neuen Weltordnung im Einklang mit deinen Überzeugungen zu handeln. So, unverwüstlich, man hat mehr Ausdauer am Start. Hartnäckigkeit, verletzungsresistent. Und trained. Die Fertigkeit mit Automatikgewehr und Ladegeschwindigkeit wird um eine Stufe erhöht. Okay. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, es gibt drei Klassen. So, einmal belastbar Wahrnehmung, das ist halt Gewicht und Plündern. Und Automatikgewehr Rückstoßkontrolle. Das ist so Sniper, Handeln und Heilen. Und auch nochmal Automatik und Nachladegeschwindigkeit. Aber ich glaube, ich würde mit Vagabund gehen. So Rückstoßkontrolle und Plündern und Gewicht ist, glaube ich, am Anfang ziemlich nice. Vagabund passt, ja. Sehe ich nämlich auch so. Allgemein. Okay, jetzt können wir hier Körpertyp A. Und hier irgendwo rausscrollen. Also, gibt nicht männlich und weiblich. A und B. Stimme. Alright, the first rule is cardio. Now I get it. Alright, the first rule is cardio. Now I. Alright, the first rule is cardio. Alright, the first rule is cardio. Now I get it. Klar, B, Alter. Aber ich finde tatsächlich, gut, man ist jetzt hier, man hat nicht so viel Auswahl. Aber ich finde diese Basic-Gesichter, die sehen schon mal alle irgendwie nice aus. Also ich finde, da gibt es andere Spiele, da muss man wirklich das am wenigsten hässliche Gesicht nehmen. Aber die sind eigentlich alle okay. Aber I would go with him or him. Ich nehme den ersten. So. Jetzt können wir Hautfarbe ändern. Leicht anpassen. So. Augenfarbe. Irgendwo so grau. Ja, die sind alle. Das sieht doch gut aus. So. Haut. Narben. Nein, wir haben ein schönes Engelsgesicht. Wir haben keine Narben. Alter. Der sieht auch verbraucht aus, ne? Diese Face Tats. Ja, die können wir bestimmt auch ändern. Nee, wir sind natürlich ganz jung. Sommersprossen. Nee, haben wir auch nicht. So. Okay. Der Kinnbart muss auf jeden Fall ganz, ganz schnell weg. Ich hätte gern die Monte-Krone tatsächlich. Das kommt dem schon nah, ne?
Ich finde die Face-Tattoos finde ich eigentlich ziemlich stark eigentlich. Hier kann ich endlich das ausleben, was ich mich im Real Life niemals traue. Ne, wir nehmen ohne. So. Tattoo-Tiefe können wir nicht einstellen, haben wir auch keine. So, Make-up. Okay, so Tarnfarben-Geschichten. Oder wirklich schminken. Okay. Nee, nehmen wir nicht. Nehmen wir ganz normal. Lippenfarbtiefe. Okay, das sieht alles komisch aus. Lippenmetallic. Lippenglanz. Okay, das sollte reichen. Haare. So, was gibt's denn für Frisuren? Der frühe Justin Timberlake. Okay. Der sieht 1:1 aus wie Justin Timberlake zu NSYNC-Zeiten. Ja, du hast keine Ahnung. Du weißt gar nicht, wie Justin Timberlake geschrieben wird. Misch dich da nicht ein. Schüttelt sie den Kopf, das 1:1 Justin Timberlake. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Das ist Justin Bieber. Die Nummer 3. Ich fühle den Justin auf jeden Fall. Also, ne? Darf ich nicht nehmen. 3. Haarfarbe. So. Was gibt's für Bärte? Oh, der sagt mir sehr zu. Der ist schon ziemlich stark. Was müssen die Haare? Dunkler. So? Ja. Wieso schwarz? Wir sollen hier nicht deinen Traumtypen bauen, sondern wir bauen hier einen Survivalist. So. Oh, der ist auch wild. Der ist auch wild, aber passt nicht so zur Frisur, ne? Der sieht aus wie ein Triebtäter, Alter. Das ist schon wild. Nummer 3 bei Tattoos. Haare Justin. Ich sehe auch den Justin da. Tatsächlich. Den Ragnar. Ja, es ist nicht viel Gutes, ne? Also ich würde schon echt so, ich glaube, die gefallen mir sogar fast am besten. Die sind so komisch. Der Fade ist auch nicht, das ist nicht schön. Ich nehme die jetzt. So, und mein Mustache, Junge, der muss sein. So, Bartfarbe. So, das ist jetzt mein Typ, Junge. Alles klar. Annehmen. Charaktername 2.6. Bestätigen. Survivalist. Also, Server auswählen. Okay, wir spielen ja nicht alleine. Voll. Okay, ich mute mich jetzt wieder. Das sieht nicht gut aus. Oh. So, da wären wir ja. Welchen Server nehmen wir denn? Ist halt voll. Was mit Aschenburg? An der Feier. Oh. Bitte überprüfe deine Internetverbindung. Oh. Das ist stark. Einwohnerzahl. Vielleicht muss man einfach gleich den ersten anklicken. Pow. Bestätigen. Achso, der ist voll. Gibt's denn überhaupt Leere? Gibt's sowas wie einen Filter? Kann man filtern? Ist nicht deren Ernst, oder? Hoch. Da. Greendale. Da gehe ich jetzt hin.
Ich starte das Spiel einmal neu, okay? Vielleicht hat das irgendeinen guten Impact. Ja, jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Man muss auch mal tryen. Nee? Ja, ich glaube schon. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe schon auf Spielen gedrückt. Keine Sorge. Es dauert alles einfach nur so. Ich habe schon 14 Minuten Spielzeit. Das wird unter 2 Stunden wird's knapp. Ob das vielleicht on purpose ist? Man weiß es nicht. Ein Filter wäre geil. Einfach so keine vollen Server anzeigen. Hoch, bam, Black Forest. Gehen wir rein. Oh, hier, warte, hier blinkt irgendwas. Oh! Wir sind drin. Okay, los geht's. Wir haben es geschafft. Black Forest. Aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, jetzt schon rauszugehen. The day before. Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist eine Option. Das sehe ich auch so. Bis jetzt ein super Release. Aber erste Stunde haben wir schon gespielt. Bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Frage ist, warum die mir keine 10 Keys hier zugeschickt haben. Weil ich bin doch jetzt hier Big Streamer. Oh, es geht los. Oh, ich werde gerettet. It looks like your pupils are responding and your hearing is intact. How are you feeling? Super. When we found you, you had lost a lot of blood. I don't usually believe in miracles, so I assume that your quick recovery is the result of incredible fortitude. Oh, by the way, welcome to Woodbury. I think this is the first time we've ever seen you here. So you're probably not from around these parts. But don't worry. Make yourself at home. So, can you get up? Try to get off the bed. Ich versuch's. Steh auf. Steh auf, du schaffst das. Du schaffst das. Also ich finde, es sieht jetzt nicht scheiße aus, ne? Das hat so ein bisschen Hitman-Vibes. Tatsächlich. Great. I'm really glad to see you recovering so quickly. We've saved people from the outside before. Black Forest heißt der Server. Back from the brink of death. My name is Lenny, Woodbury's doctor. And you are? Ich bin 2.6. 2.6 auch in fast in Faxkreisen. Oder Noob.6. Nice to meet you. Well, I'm sure you have a lot of questions, but our leader Chris will fill you in on everything better than I can. So, if you're feeling okay already, you can grab your bag and go take a look around. Das werde ich tun. Ich fühle mich nämlich supi. Everyone in Woodbury already knows we have a newcomer. Okay, danke. Ich möchte eigentlich nicht, ich möchte jetzt erkunden. Wir sind zeitlich eingebunden. Doch. Es muss nur häufig genug aktualisieren. So. Nimm Gegenstand. Oh, wir haben Rucksack, okay. Kann ich die mit Shift? Nee, Doppelklick. Schade. Ja. Okay, ja, geil. Schutzkoffer. Das sieht mir, das ist schon Escape from Tarkov, ne?
Okay, benutze diesen Gegenstand. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Mach die Tür auf. Ich versuch's nochmal, okay? Falscher Winkel. Da habe ich zu Hause auch immer das Problem mit den Türklinken. Ich versuche mal so von unten. Das geht meistens nicht. Und damit haben wir alle Szenen jetzt schon aus dem Trailer gesehen, würde ich sagen. Anführer, sprich mit Chris, wenn du mehr über Woodbury oder dein Grundstück wissen willst. Aha. Ja. Kaufe Waffen, Munition und Ausrüstung von Eddard. Eddard Stark nämlich. Bewahre dein Hab und Gut sicher in Abbys Lagerraum auf. Mehr kann ich nicht lesen, das ist immer so schnell weg. Barkeeper, kaufe Rob und Essen und Getränke bei Bedarf, um deinen Hunger und Durst zu stillen. Okay. Das war doch länger da, ich habe mich dann verhaspelt. Deswegen. Kaufe Medikamente bei Dr. Leonard, um mit einer schnellen medizinischen Behandlung dein Leben retten zu können. Halte deine körperliche Verfassung im Fitnessstudio aufrecht, um deine Ausdauer zu steigern. Geil. Ganze Nacht Laufbahn-Stream. Junge, das wird richtig big. Und dann in die Sauna. Gehen wir alle rein. Geil. Entspanne dich. Mhm. Erledige Gemeinschaftsaufgaben, um Geld und Rufpunkte zu verdienen. Erinnert an GTA. Okay. So. Halte Shift zum Sprinten. Das sieht schon mal gut aus. Also wir können Sound doch wieder aufdrehen, ne? Also es ist jetzt nicht so leise. Also übrigens wird Discord jetzt gerade im Stream übertragen, ne? Ne, dich meine ich damit nicht. Okay, hier kann ich eine Quest machen. Achso, hier. Chris, Junge. Chris, gib mir meine Base. Hello, you're the survivor we rescued a couple of days ago, aren't you? Das bin ich. We were all praying for your speedy recovery. It's good to see you're okay. War kein großes Ding. We always tried to help those in trouble. Otherwise, where would we be if we didn't show humanity to each other? Definitely not here. My name is Chris, and I'm in charge of this shelter called Woodbury. Here, we have gathered all the remaining survivors from New Fortune City and the surrounding suburbs. In Woodbury, we all work together towards rebuilding our society, and any help would be greatly appreciated. Each of us would like to live in a better world. A world where our children can play freely on the streets, where we won't have to live every day in uncertainty and fear of death. This dream is what unites all of us. Get to know the members of our close-knit team to see how everything is organized here. Talk to the weapons trader, Eddie, the storage keeper, Abby, the bartender, Rob, Messenger, danke fürs Folgen. After you're done talking, come back to me. And in the meantime, I'll register you. Okay, auf Wiedersehen. Das hat so, also wir sollen dem auf jeden Fall, das ist ja unsere Hauptbase, ne? Da sind wir alle irgendwie. Und hier sollen wir Gemeinschaftsaufgaben machen, um Ruf zu verdienen, das alles aufzubauen. Das hat so ein bisschen Division-Vibes, weil da gab es ja auch immer so einen Hub und da mussten wir auch Aufgaben machen und dann hat man immer so verschiedene Bereiche freischalten können. Kann ich hier rein? Nö. So, okay, Sauna, Gym, Basement. Oh, ganz gut. Please do not take supplies from the shelves, they are intended for the... Elderly and children. Aber ich würde sie gerne klauen, trotzdem. Ich möchte, dass der kleine Timmy halt eine Tomatensuppe weniger kriegt. So. Da geht's Exit. Okay, Waffen. Das ist unser nächster Stop. Ganz. Geil, weg da. Ich bin dran jetzt. Guck mal, der hat schon eine fette Waffe gehabt. Wie ich sehe, hast du dich... Achso. I'm Eddard, the weapons trader. It was my guys who found you almost dead out there.
We don't leave people in distress here in Woodbury. Quite the opposite, actually. Here, I've got something for you. Eine Gratiswaffe? Fortfahren. This is the Molot Hunter. An excellent rifle. A bad run, just it, needs to be assembled at the workbench. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich guck mal, ob ich gleich irgendwie einladen kann oder so. With it, you'll have a better chance of making it back home on your own two feet. Oder vielleicht kann man das zusammen layern, wenn man sich einlädt oder so. Ich weiß es noch nicht. No need to thank me. The important thing is that you're alive. The rest doesn't matter. Das sehe ich nämlich auch so. Wish you luck, buddy. If you ever want to buy top-notch weapons and ammunition, or if you want to sell anything you don't need. Ich frage mich, wie das Aiming ist. Also ich habe richtig Schiss, dass es ein richtig schwammiges, ekelhaftes Aiming wird, wo du halt mit Maus und Tastatur eigentlich nichts triffst. Erzähl mir von deinem Land, gibt es eine andere? Ha! You're standing right now in the most popular shop around here, buddy. If you don't know what to do with your stuff, come to me. I'll give you the best price. After all, any junk can be disassembled and put to good use. Although, of course, I'd be more thrilled about firearms. But you get my point. Brave souls who are willing to venture into the city for new gear and supplies can earn quite well here. So, good luck with that. Remember, gib mir einen Rat. You should give your gun some love and care. So workbenches are its best friend outside. They okay. can be found all over the city. At the workbenches, you can upgrade your weapons with modifications and attachments. But you can either purchase from me or find on your own if you're lucky. The process of installing attachments is simple, so you can handle it even without my assistance. And don't forget to have your weapons repaired at my place from time to time. I'm a pro at it. That's it. Good luck. Okay, gut. Ich will, mehr will ich von dir nicht hören. Ich werde raus. Ich will Zombies abknallen. Auf Wiedersehen! See you, buddy. So, okay. Wir haben jetzt schon mal eine Waffe bekommen. Das ist ein Molot Hunter. 762mm Munition. Sieht aber nicht nach einer vollautomatischen Waffe aus. So, okay, hier ist nächster Questpunkt. Da müssen wir auch wieder hin. Workshop. Okay, hier können wir die Waffen denn. Eine Werkbank, okay. Jetzt können wir. Aha. Okay, wähle deine Waffe. Ah, okay. Verschlussgehäuse. Ah, okay. Wie komme ich zurück? Also, Tab. Handschutz. Taktischer Griff. Ach, den kann man nur auswählen, wenn man einen Handschutz hat. Okay. Magazin. Haben wir da schon irgendwas? Nö. Okay, big. Müssen wir mit Abby sprechen. Storage Room. Don't underestimate the infected. They... Hey there. You're the survivor everyone's been talking about lately, right? Höre ich nicht zum ersten Mal. I'm Abby, the storage room keeper. It's the safest place in Woodbury, so people use it to store their personal belongings. I can see your backpack is pretty full. Leave the things you don't need right now with me. It'll make it easier for you to move around. Okay. Don't worry. Nimm den Rucksack. They'll be perfectly safe here. Das Lager öffnen. Attacko. Put your things in here. Energy drink. Konservendose. Okay, die Sachen soll ich lagern, den Rest soll ich mitnehmen. Okay. Ich mache erstmal so, wie das Tutorial es mir sagt. Tschüss! Wenn du in der offenen Welt eine tödliche Verletzung erleidest, verlierst du alle Gegenstände in deinem Rucksack. Um zu verhindern, dass du wertvolle Gegenstände verlierst, solltest du sie im Lager aufbewahren. Du kannst auch Gegenstände in deinen Schutz, in deine Schutztasche legen, aber die Kapazität ist begrenzt. Also Tarkov-Vibes momentan noch. Eine Map habe ich gar nicht. Oh, ich muss noch mit Leonard. Dr. Leonard. Wie komme ich da hin? Hier lang? Ja. Was hat er? Okay, hier gibt's Food. Gemüse.
torch in City Hospital. The patients were always diverse. Chris, once you do register as a resident of Woodbury... That's great. We always welcome new members to our community. Just yesterday, we weren't sure if you would be okay. So, das Tutorial dauert eine Stunde, dann kann ich es nicht mehr zurückgeben. I need to give you this. Navigationssystem. Das Navigationssystem zeigt alle wichtigen Punkte, Evakuierungsrouten auf deiner Karte. Bla bla bla. Du kannst sie auch nutzen, um die Gemeinschaftsaufgaben zu sehen und anzunehmen. Bla bla bla. Okay. It's a GPS map of New Fortune City and its surrounding area. Keep an eye. According to once you're done. All right then. Ich habe so das Gefühl, I haven't received any message es ist ein Tarkov. Confirming that you're a registered resident yet. You after that. Das ist ein Tarkov. Also komplett anders, als ich mir das eigentlich tatsächlich vorgestellt habe. Aber naja, gut. I'll give it a chance. Sprintet sich auch einfach. Lucky Shot. Aged whiskey is what I love. Hey, look who's. So, how are you doing? Enjoying your time here, huh? Ah, ich kann das skippen, okay. So, I prepared a little gift for you. I'm sure it'll come in handy. Verwende Medikamente, um die Gesundheit wiederherzustellen, Blutung zu stoppen und verletzte Körperteile zu heilen. Je größer das erste Hilfeset ist, desto öfter kannst es verwendet werden. Kannst du es? I kept this first aid kit for myself, but I haven't been out in a while. And I like you, so take it. Maybe it'll save your life again someday. So, did Chris get you registered already? Nice mustache. When you're done, swing by here. I always we'll catch up again. Alles klar, auf Wiedersehen. So. Können wir jetzt raus? Ich würde gerne raus. Hilfe! Ich muss hier raus! Chris, was hast du für mich? Kriegen wir unsere erste Quest. Great. I see you've met everyone. So, what do you think of Woodbury at first glance? Ist super. Ich weiß noch That's nicht. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher. It's daunting to meet so many new people and not know what they expect from you. I hope you've realized that we don't wish you any harm. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. I'm confident that you'll find something to keep you occupied here. I'm ready to tell you more whenever you want. So, now I'll inform the team that you're a registered resident. And from this moment on, all the services provided by Woodbury will be at your disposal. Muss ich hier leben? Woodbury is established on the site of a middle school, so there are no individual rooms left for accommodation. Most residents live in communal areas and keep their personal belongings in the storage room. If you want to have your own home, cars, and storage, we are currently working on setting up a small, safe settlement outside of Woodbury. Okay. Every one of our residents can move there if they wish. You can get one of the available plots of land right now. Ich will sofort eines der freien zu. Let me have our guys take you to the settlement. Just head to the exit, and they'll meet you there. Okay, so machen wir das. If you have any questions about the land plot, you can ask me anytime. But auf Wiedersehen. Tschüss, ich komme nie wieder. Ich habe nämlich jetzt meine eigene Ranch. Ciao. So. Head to the exit. Hier gibt es aber nichts, was ich hier irgendwie klauen kann oder so, ne? Oder irgendwas. Exit. Oh, wir gehen raus, Alter. Grundstück. Okay. Mein Charakter sieht ein bisschen aus wie Now. Wie der Main Tank von Echo. Willkommen auf deinem Grundstück. Hier kannst du dein eigenes Haus bauen, es erweitern und Möbel dafür kaufen. Drücke B, um den Baumodus zu öffnen. Okay. Okay. Ja, ne, es ist installiert. Häuser. Amaka. Oh.
Wir können uns erstmal nur ein Campingzelt leisten, aber das ist nicht schlimm. Ein Feldbett, okay. Natürlich hier direkt neben dem Safe. Eher um den Katalog zu öffnen. So. Aha. Ein Radio? Okay. Also auf gar keinen Fall wird das von Relevanz sein. Die Zombies gehen natürlich als allererstes an mein Safe, das stimmt. Ich kann das bestimmt auch noch umstellen, so. Oder? Okay, erstmal Tab Ausgang. Wir lassen das erstmal so. I have been told that you're settling in nicely. That's great. You can come to your land plot whenever you want. Garage C. Ich möchte gerne den Predator RS jetzt kaufen. Ich möchte diesen. Oh. Eigentlich schon eine G-Klasse, ne? Da sehe ich mich schon. So, geh zurück nach Woodbury. Eigentlich würde ich gerne in die offene Welt und Leute abknallen. Aber wir haben ein Zelt. Wir haben ein Zelt. Das ist schon mal gut. So, Nichts ist beständiger als der Wandel, sage ich immer wieder. Okay, geh zu Abby. Soll ich wieder was einlagern? Seems like time literally heals in the case. You're back. It's great that Chris managed to call you. And I saw your meager equipment and thought, you've just recovered from an injury. I can't let you go out like this. Doch klar. So I've asked Chris to let me give you a little financial aid from Woodbury. Lambo? In honor of your registration as a new resident. This is enough money to buy another weapon from Eddard, okay. Along with ammunition. And I suggest you put what's left in the storage, just in case. Okay. Danke. Das musst du nicht tun, natürlich. Ein Obolus, den kann ich schlecht ablehnen. You've probably already received some tasks from the Woodbury residents on your tablet, so don't forget to check them out. And thanks in advance for your help. Just take care of yourself and come back alive. And the rest doesn't matter, okay? Oh, guck mal. Eddie McNate ist sofort reingekommen ins Game. Der spielt auch schon. Das ist witzig. That's great. So, do you want to open the storage room or do you want to talk about something else? Auf Wiedersehen. Take care of yourself. 3000, Junge, in Cash. Wir sind reich und wir scheißen auf alles. Wie bitte? Black Forest? Kann ich alle annehmen? Achso. Okay. Wie scrollt man denn seitwärts? Ah! Okay. Got it! Hier mit WASD. Folgen, okay. Folgen, okay.
Finde die benötigten Gegenstände. Okay, alles klar. Exit! Wir gehen los. Ach ne, wir sollen uns erstmal Munition kaufen, ne? Brauchen wir nicht. Wir sind Profis. Wir sind Survival-Profis. Wir brauchen kein Geld ausgeben. Wir sind außerdem geizig. Let's go! Junge, Junge, Junge. Noch 29 Minuten spielen, dann müssen wir es zurückgeben. Ja, wenn das Spiel halt scheiße ist, weißt du? Du kannst halt die Spiele nur dann 2 Stunden, dann kannst du... Okay, New Fortune City. Jetzt kannst du New Fortune City und die Umgebung auf der Suche nach wertvollen Gegenständen zum Verkauf erkunden. Nimm genügend Vorräte mit, um nicht in brenzliche Situationen zu geraten. Okay. Hüte dich vor Infizierten und anderen Überlebenden. Okay. Ich gehe aus der Tür raus. Und ich werde safe sofort abgestochen. So, wo müssen wir hin? Wo sind wir überhaupt? Okay, wir sind hier. Und wir müssen dahin. Das heißt, wir gehen jetzt einfach raus und rechts die Hauptstraße lang. Ich höre Schüsse. Kann ich hier irgendwas looten schon oder so? Wir ziehen einfach durch, oder? Wir sind Motherfucker. Kann ich das hier looten? Oh, ich muss gedrückt halten. Sorry. Ist kaputt jetzt. Ne, doch nicht. Eine schöne Jacke. Die nehmen wir nicht. Ein Quicks war das. Kann ich dich einladen? Escape. Hauptmenü, Freunde, irgendwas, Statistik. M. Wo? Ah. Ja, vielleicht ist das Freundschaftssystem einfach noch nicht implementiert hier im Early Access. Das kann ja auch sein. Vielleicht kann man das gerade nur solo spielen. Eine Cash. Nichts drin. Milch braucht man. Haselnüsse. Geil. Da gehen wir schnell weg. Hi, und läuft das Game? Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Also wir konnten ja schon mal auf einen Server connecten. Das hat auch eine Weile gedauert. Okay. Ich habe noch keinen getötet und ich habe auch noch keinen Zombie gesehen, tatsächlich. Wir testen noch. Oh, guck mal hier. Da ist bestimmt heftig was im Lagerraum hier hinten drin. Kann ich nicht ran? Okay. So, wir müssen da irgendwie durch. Wir müssen nämlich da in die gelbe Geschichte hin. Komme ich hier irgendwie durch den Checkpoint? Nein. Nein. Mit Freunden spielen geht ja wohl auch nicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ich weiß zumindest nicht, wie ich jemanden einladen kann. Also vielleicht kann man das im Game machen, wenn man sich so gegenübersteht. Aber auf denselben Server zu connecten ist auf jeden Fall fast, ich würde schon sagen, unmöglich.
Jetzt suchst du die ganze Zeit nach Black Forest oder was? Mir kannst du aber auch nicht nachjoinen irgendwie, ne? Journal. Ich habe auch eine Nachricht bekommen. Ich weiß auch nicht, was ich hier noch drücken kann. Nee, wollt nur mal wissen. Ja, ist also... Wenn ich wüsste, wie, würde ich sie sagen. I don't know. Kommen wir da überhaupt hin? Oder muss ich durch den Park gehen? Weil Hauptstraße ist ja nicht und hier komme ich auch nicht lang. Wir gehen durch den Park. I don't know. Es ist ein Mix aus Division und Tarkov bis jetzt. Und so Open World, wie man sich das vorgestellt hat, ist es eigentlich auch nicht. Es ist halt alles instanziert, ne? Das hatte ich mir eigentlich ein bisschen geiler vorgestellt, deswegen... Also noch steht das Spiel auf der Abschlussliste. Oh fuck. Was hat er denn Schönes? Nice Cash. Wir lieben Cash. Reload. So, wie kommen wir jetzt eigentlich in den Park? Hier irgendwo lang, ne? Also Aiming ist tatsächlich ganz okay. Hätte ich mir beschissener vorgestellt. Also man kann ganz gut zielen und schießen. Kann man hier die Militärfahrzeuge, kann man hier... Eine Zange, okay. Also, so wie es halt auch in der Startzone... Oh, geil. Nice, Alter. So wie es halt auch in der Startzone irgendwie... Ja, angepriesen wurde, ist halt die Hauptaufgabe rauszugehen, zu looten und denen das alles zu bringen. Also du machst hier quasi ein bisschen Sklavenarbeit. Und... Oh Junge, da habe ich mich erschrocken, Alter. Man sieht auch einfach nichts. Habe ich mich erschreckt. Junge, warum ist das denn so ekelhaft hier zu gucken? So, was hast du? Money! Okay, 9mm Patrone. Geil. Ich weiß ja nicht. Okay, hoch geht's nicht. Feld. Bett. Badezimmer. Hier ist auch nichts zu looten, ne? Gehen wir hinten wieder raus. Also ziemlich dunkel eigentlich irgendwie auch, ne? So gut, ich habe hier auch ein Licht, was mir voll in die Fresse scheint, so. Deswegen... Schwierig, was zu erkennen. Ich sehe gerade im Stream, scheint das ein bisschen heller zu sein. Okay. Erste Quest würde ich aber gerne einmal abschließen. Okay, wir müssen ein bisschen weiterlaufen. Wir joggen das jetzt. 10 Schuss, 39 Schuss haben wir noch im Magazin, in der Offhand.
Also Vaulting ist noch nicht drin irgendwie. Ach, da unten. Der stöhnt da rum. So. Okay, für die Map müssen wir uns immer hinhocken. Jo. Noch ein bisschen. Gibt's einen Autowalk? Nee. Neue Nachricht. Kannst du mir bei was helfen? Wo gucke ich mir das an? Abbrechen. Achso. Oh. Ablehnen. Waren wir nicht gerade auf dem Weg? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nee. Nee. Also wir haben gerade unsere jetzige Quest gelöscht quasi. Oh, wie habe ich denn Licht angemacht? Ich hab's irgendwie wieder ausgemacht. Fragt mich nicht wie. Ha! Hm. Die sterben einfach, ja, bei Kopfschüssen. Habe ich gerade. Okay, wir haben einen Schlüssel. Das ist gut. Reicht das hier für die Tür? Natürlich Big. Nee, für die. Was steht auf dem Schlüssel? 619. Hm. Das ist schon Tarkov. Division. So, jetzt müssen wir nur den Container mit unserem Schlüssel finden. Okay, wir sind ein bisschen aus der Puste hier. Kann ich den Panzer nehmen hier vielleicht? Was hat der noch? Ja, also...
Ich kann's jetzt eigentlich schon sagen. Dieses Spiel braucht noch ganz, ganz viel Zeit und Entwicklung. Also das ist noch ganz, ganz weit vor Early Access. Wir knallen ihn jetzt immer ab. Ich komme ja gar nicht. Ich kann ja auch näher rangehen. Ach, guck mal, hier ist ein Spieler. So, viel Munition haben wir nämlich nicht mehr. 11 Schuss. Ein paar Schuss noch mehr. Denke ich, doch, kann ich looten, oder? Hallo, Bro, eine Frage. Ja, immer rein. Ich kann eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Nein, stell dir eine Frage. Es ist halt schon echt Tarkov, ne? Wie kann man sich das Game am besten vorstellen? Ist das wie Battle Royale aufgebaut? Nein, das Game ist, also es fühlt sich an wie eine Mischung aus Escape from Tarkov. Also ich glaube, das ist auch der Hauptspielmodus. Der ähnelt sehr Escape from Tarkov. Und so ein bisschen Mix mit Division, falls ihr das was sagt. Also ich würde schon eher sagen, es ist ein Escape from Tarkov. In einer ganz, ganz Escape from Division mit in einer ganz frühen Alpha-Version. Ja klar, beides gespielt, ja. Also es ist das schlechtere Division und das viel, viel schlechtere Escape from Tarkov. Es leckt. Es leckt. Looten. Wir wollten auch nur noch mal reinschauen, oder ich wollte erstmal reinschauen und mir das mal so ein bisschen angucken. Ich habe mir halt tatsächlich, also man geht in Runden, also es gibt nicht wirklich Runden. Du bist nicht limitiert in, irgendwie in Zeit, sondern halt eigentlich nur durch dein Equip, ne, was du hier mitsammelst. Aber wenn du dir das Inventar anguckst mit einem Schutzkoffer und sowas, Dankeschön fürs Folgen übrigens, wenn du das anguckst mit Schutzkoffer und Waffenausrüstung und das System, das ist halt alles instanziert und so. Es gibt hier wieder Fluchtmöglichkeiten. Ich glaube, dass hier oben, da wo dieser Mannequin da durch die Tür rennt, ist so eine Fluchtmöglichkeit. Das werden wir gleich auch einmal machen. Und ich habe mir leider was ganz anderes unter diesem Spiel vorgestellt. Ich habe mir gedacht, es ist eine Open World, Zombie Survival. Es gibt so ein paar Basen, wo man Schutz suchen kann. Man kann sich eine eigene Base bauen. Man sammelt alles Mögliche. Hat ein eigenes Lager ohne instanzierte Bereiche. So habe ich mir das vorgestellt. Und es ist halt ein Escape from Tarkov halt. Und dann spiele ich halt doch, oh Gott, ein Escape from Tarkov anstatt das. Tatsächlich. Kann ich die looten? Jetzt, muss ich aufpassen, da kommen nämlich schon die ersten Zombies. So. Ich hochspringen? Nee, Volting geht auch noch nicht. So, wir haben auch nur noch einen Schuss. Den kann ich gerade nicht looten, ist so ein bisschen verbuggt. Den kann ich looten. Ich dachte auch, es ist Open World und es ist so eher wie Rust aufgebaut in der Art. Ja, genau, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ist es aber nicht. Und bevor ich denn das spiele, also ich bin kein Fan von Escape from Tarkov. Ich finde das nämlich ziemlich scheiße, das Spiel. Aber das ist ja Geschmackssache. Aber ich würde lieber das spielen als The Day Before. Es ist weder eine Revolution noch das ersehnte Survival-Zombie-MMO, was man sich, was sich jeder irgendwie wünscht. Also würde ich sagen, das Game ist Trash? Ja, absolut, 100%. Was soll ich da? Ich habe hier nichts schön zu reden, ne? Ich habe hier nichts schön zu reden.
Oh, ich kann nicht springen. Dafür reicht meine Ausdauer nicht. Oh, da wurde ich gehittet. Hast eine coole Art, guter Mann. Feier dich, bleib dran. Dankeschön. Oh, guck mal. Da kommen die nicht durch. Outplayed, Junge. Easy. Oh, wir sind... wo ist denn der Escape Room hier? Guck mal, wie ich die outplayed habe, Junge. Das ist geisteskrank. Irgendwie bin ich ein bisschen am Überlegen, ob ich es mir überhaupt holen soll. Hatte eigentlich echt Bock. Der Start war schon ziemlich schwierig. Also ich habe ja um 19 Uhr den Download angeschmissen. 19:35 war da ungefähr fertig. 20 Uhr bin ich das erste Mal ins Spiel gekommen, weil du aktualisierst die Server und die sind alle voll. Die sind alle voll. Und dann musst du erstmal einen Server finden, der nur hoch ist oder mittel oder niedrig. Und dann machst du Doppelklick drauf. Dann geht die Musik so langsam weg. Der Bildschirm wird schwarz. Und dann kommt die Musik wieder mit einer Fehlermeldung. Überprüfe bitte deine Internetverbindung. Ja, das stimmt. Ein bisschen State of Decay Vibes sind auch drin. Aber dann lieber State of Decay, ne? Ich muss es langsam zurückgeben. Ich wollte ja eigentlich mal noch extrahieren. Ich würde hier gerne nicht raus. Also, du musst einen Server finden, der nicht voll ist. Da musst du 50 Mal raufdrücken, um zu joinen. Und dann, wenn du drauf bist, endlich, wenn es geklappt hat, muss natürlich dein Kollege, mit dem du das talken willst, muss da auch raufjoinen. Der kann den nicht über Steam nachjoinen. Der muss denselben Server finden. Und er darf da nicht voll sein. Und seine Internetverbindung muss auch äußerst... oft und gründlich auch überprüft werden. Oh, verpiss dich. Ich will hier. Ich muss hier raus. Ja, solltest du tun. Nee, kann ich mir nicht anhören. Das kannst du jetzt einfach machen. Und dann. Ein Schuss. Pow! Oh Gott. Oh. Ja, ist halt auch Game-Release, denke, gibt dem Spiel 2-3 Tage, dann werden die Server schon klar gehen. Ja, das auf jeden Fall, das denke ich auch. Ist ja nicht das einzige Game, was im Release oder sonst irgendwas sich maßlos überschätzt. Das haben ja auch große AAA-Games genauso. Aber... Nee, danke. Nee, nee. Aber das Gameplay ist ja nicht das, was man erwartet hat. Genau, 100%. Also ich habe was ganz anderes. Ich habe auch eher so einen Rust-Stil. Irgendwie so DayZ in cool, in zugänglich, mit geiler Grafik irgendwie. Sowas habe ich erwartet. Vielleicht, dass man hier nicht eigenes Building-System drin hat, ist okay, das stört mich nicht. Wäre cool gewesen, aber das, auch, dass man einen instanzierten Bereich hat, ist auch noch okay. Aber, ja, keine Ahnung. Das ist sehr viel besser als gedacht, ja. Kann ich über den Bunker hier raus? Ist das hier ein Ausgang? Ich hatte mit Verschiebung gerechnet. Nach Woodbury zurück, okay. Stay still. Our boys are on their way. Also ja, dass es überhaupt gestartet oder dass es überhaupt ein Release oder zu einem Release gekommen ist, das ist auf jeden Fall überraschend. Damit hat wohl keiner gerechnet. Aber ist es natürlich alles andere als. Wow. Als das, was man sich vorgestellt hat. Good to see you. The storage is all yours. Gut, so, wir, na, und das ist ja halt Escape from Tarkov-System. Wir lagern jetzt alles, was wir gefunden haben, lagern wir ein. So, zack, Tab schließen. Great. Nö, auf Wiedersehen. See you again. So.
Jo, das ist das Game. Und ich würde sagen, das ist mein erster Eindruck. Wie ihr das gefallen hat oder vielleicht wie ihr das findet, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wir geben es jetzt erstmal zurück. Danke! So, dann können wir jetzt einen Cut machen für das Video auf YouTube. Und geben die Scheiße zurück. Just chatting, Junge. Ist das eine Scheiße.